Wenn wir uns 100 zufällig ausgewählte Teenager ansehen, stellen wir fest, dass sie zwar alle unterschiedlich aussehen, ihr Verstand aber sehr ähnlich funktioniert. 1 bis 2 jedoch haben einen Verstand, der auf besondere Art und Weise atypisch ist. Sie könnten mit Autismus diagnostiziert werden. Dies geschieht bei Jungen 4-mal so häufig, vielleicht weil es einfacher ist, sie zu diagnostizieren. Kinder und Erwachsene, die als autistisch gelten, erleben die Welt anders, weil sie mit unterschiedlichen Ausprägungen neurotypischer Merkmale geboren wurden. Die meisten autistischen Kinder verfügen über verfeinerte Sinne und haben ein tiefes Bedürfnis, ihre Umgebung mit Logik zu durchdringen. Einige suchen nach sich wiederholenden Verhaltensweisen, die bestimmten Mustern folgen, und viele scheinen asozial zu sein und vermeiden Blickkontakt. Autismus ist keine Krankheit und kann daher nicht geheilt werden. Da alle unsere Gehirne unterschiedlich sind und es eine endlose Reihe von Nuancen in ihrer Architektur gibt, wird Autismus als ein Spektrum definiert. Auf der einen Seite des Spektrums befindet sich der hochgradig funktionierende Autismus, auch bekannt als Asperger-Syndrom. Diese Kinder sind hochintelligent und haben extreme Fähigkeiten und Interessen in bestimmten Bereichen. In der Mitte befinden sich Kinder mit durchschnittlicher Intelligenz und einigen Problemen beim Erlernen neuer Dinge in der Schule. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich Kinder mit schweren Lernbehinderungen, die in ihrem täglichen Leben möglicherweise Unterstützung benötigen. Timo, ein kleiner Junge, kann uns helfen zu verstehen, wie das Leben mit einem neurodiversen Geist sein kann. Seine Mutter bemerkte schon früh, dass ihr Junge den Blickkontakt vermied und sich oft aufregte, wenn sie ihn umarmte. Er erwiderte kein Lächeln und wenn man ihn zum Spielen mit Freunden einlud, endete das oft in einem Wutanfall. Seine Mutter ahnte, dass etwas nicht stimmte, als Timo auch im Alter von 4 Jahren immer noch nicht mehr als 2 oder 3 Worte am Stück sprach. Sie suchte Hilfe und Timo wurde mit einer Autismus-Spektrum-Störung, kurz ASD, diagnostiziert. Timo hat eine atypische Wahrnehmung. Wenn er Bücher liest oder Filme sieht, nimmt Timos Gehirn die Informationen anders auf und ordnet sie anders. Während seine neurotypischen Altersgenossen die Dinge kategorisieren und Schemata bilden, zum Beispiel identifizieren sie alles, was 4 Beine hat und bellt als Hund, ist für Timo jede Art von Hund einzigartig und wird in seinem Kopf individuell kategorisiert. Durch seine Liebe zum Detail und seine Unfähigkeit zu verallgemeinern, nimmt Timo die Welt objektiver wahr und ist weniger anfällig für eine einseitige Betrachtung. Das macht aber auch alle Arten von neuen Erfahrungen unglaublich komplex, weshalb er gerne einer strengen täglichen Routine folgt, um seinen sensorischen Input zu begrenzen. Timo ist hochsensibel. Sein Gehirn verstärkt alles, was es wahrnimmt. Er hört alles und hat einen ausgeprägten Tastsinn. Diese Superkraft macht jedoch Situationen, in denen viele Menschen gleichzeitig sprechen, sehr schwierig. Timo hört alle, versteht aber nichts. Die Sensibilität für Berührungen macht das Essen zu einem intensiven Erlebnis. Wenn eine Textur oder ein Geschmack zu unangenehm ist, isst Timo sie nicht. Auch barfuß auf nassem Gras zu laufen oder im Dreck zu spielen, überfordert sein Gehirn. Er ist besessen von der Logik. Timo sucht natürlich nach Mustern, die Logik in diese Welt bringen. Manchmal versucht er auch, Ordnung in sein eigenes Verhalten zu bringen und in die Art und Weise, wie er seinen Körper bewegt. Wenn Timos strukturierte Muster durchbrochen werden, wird er wütend. Es macht ihn wahnsinnig, wenn jemand bis 8 zählt, aber nicht bis 10 weitermacht. Ärzte nennen das eine Zwangsstörung, im Englischen auch OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Timo leidet unter sozialer Bindungslosigkeit. Es fällt ihm schwer, mit anderen in Kontakt zu treten, weil soziale Situationen seine Sensibilität und seinen Wunsch nach Ordnung überfordern. Da menschliche Emotionen unglaublich komplex sind und keinem vorhersehbaren Muster folgen, kommt es häufig vor, dass Timo Situationen falsch einschätzt und die Menschen in seiner Umgebung verärgert. Infolgedessen geht er Menschen aus dem Weg und nimmt nur selten Blickkontakt auf. Das macht ihm nicht viel aus, denn die meisten Dinge, über die andere Menschen reden, sind ohnehin unlogisch, irrelevant und langweilig.
4 Jahre lang ließ seine Mutter ihn von einem Therapeuten behandeln, der ihm Bilder von Gesichtern zeigte, um ihm zu helfen, Gefühle zu erkennen. Das bedeutete, dass er besser darin wurde, Gesichtsausdrücke und die entsprechenden Emotionen zu erkennen. Persönlich hat er jedoch immer noch kein großes Interesse daran, Gesichter zu lesen oder neue soziale Kontakte zu knüpfen. Er hat 2 Freunde, die dieselben Interessen teilen, und er ist damit vollkommen zufrieden. Da Timos Autismus keine Krankheit ist, die wir behandeln können, sondern eher eine andere Art, die Welt zu erleben, stellt sich die Frage, ob wir versuchen sollten, ihn durch eine Therapie zu verändern oder ihn so zu akzeptieren, wie er ist. Was denkst du? Sollten wir Kinder mit Autismus mit einer Therapie behandeln oder sie so feiern, wie sie sind? Oder sollten wir vielleicht beides tun? Vielleicht ist es nicht ihr atypischer Verstand, sondern unsere stereotype Sichtweise, die einer Korrektur bedarf. Um einen dreidimensionalen Einblick zu bekommen, wie ein autistisches Mädchen ihre eigene Überraschungsgeburtstagsfeier erlebt, oder um dieses Video ohne Hintergrundmusik herunterzuladen, lies die Beschreibung unten oder besuche sproutschools.com.